Wer kann mit JavaScript noch was anfangen? Ja, ja, super. Potenzielle Zielgruppe maximal, perfekt. Ja, ganz, ja, Java, perfekt. Das ist auch gar nicht so falsch, weil Java und C-Sharp sind jetzt auch nicht so weit weg, würde ich behaupten, aber schauen wir mal, wie wir das zusammenkriegen. So, was ist TypeScript? A Superset of JavaScript with Typings, also JavaScript, Superset davon, alles was JavaScript kann und mehr, mit Typisierung. Genau, zu mir ganz kurz, Jörg Strummer, bin freiberuflicher Softwareentwickler. Ich habe auch schon so ein Projekt mit TypeScript gemacht. Entwickle Software oder so, vor allem fürs Web. So, worum geht's heute? Ganz kurz, was ist TypeScript? Warum man TypeScript verwenden sollte oder vielleicht auch warum nicht? Das ist jetzt nicht in dem Vortrag, aber sage ich vielleicht auch ein paar Worte dazu. Typisierung und Definitionsfiles, also wie man Typisierung dann in TypeScript mit reinbringt. Ein bisschen zum Tooling, was es so außenrum gibt, wie man damit loslegen könnte. Da kann man mal ganz kurz gucken, ob wir das noch ganz kurz so ein kleines Sample machen oder nicht, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ganz am Ende noch so ein bisschen was für die Präsentation durchklicken, was man sonst noch so findet und ein bisschen Videos zum Angucken. Genau, so, was ist TypeScript? Wir hatten es vorher ganz kurz in der Überschrift. Das ist jetzt eine andere Definition, gell? Eine Sprache für große JavaScript-Anwendungen. Was heißt das? Ja, das Problem ist mit JavaScript, das ist ja so irgendwie fast über Nacht entstanden. Ja, nicht ganz, waren so 3 Wochen, was ich so höre. Das ist jetzt halt immer größer geworden und so, und damit war es eigentlich nie so recht geplant. Dafür war es nicht so recht geplant. So, was will der TypeScript dran ändern? Das probiert da noch mehr Struktur reinzubringen und einfach das für viel größere Anwendungen sinnvoll verwendbar zu machen. So. Den hatten wir vorher schon, zumindest zu halb. Dass TypeScript ein Superset von JavaScript ist. Was heißt das mit Superset? Ja, alles was valides JavaScript ist, ist auch valides TypeScript. Nur dass TypeScript ein Superset davon ist, das heißt, es kann JavaScript und noch mehr. Und am Ende kommt wieder plain JavaScript raus. Was man dazu sagen muss, auch recht schönes JavaScript. Kann man sich natürlich immer streiten, was schön ist, aber man kann es auf jeden Fall ganz gut lesen. Und am Ende läuft es auch einfach wieder im Browser. So, ganz kurz Übersicht. Wir hatten es vorher mit ES 2015, 16, sonst was, also mit diesen ECMAScript-Standards, die jetzt noch kommen oder schon existieren, mit der 5er unten. TypeScript macht eigentlich all das, was ES 5 hat. Ich glaube, so ziemlich alles, was ES 6 hat. Da kann man jetzt das komplette Chart, was alles schon exakt drin ist, sich dann nochmal genau angucken. Das ist nicht alles, aber so kommt und wird auch immer mehr. Und das meiste Wichtige ist eigentlich drin. Und was macht dieser ES7 da oben komisch dran? Das ist der kleine Mond. ES7 ist noch ein bisschen sehr früh. So zum Beispiel so Sachen wie Annotations und sowas. Das ist in TypeScript schon drin, aber also da sind sich die Leute dann auch nicht so ganz so einig, wie der Standard dann unbedingt aussehen soll. Deswegen sind dann nur so, ich hab's mal so, das Mond da außen hin, sind dann nur gewisse Teile davon mit drin. Genau, so, warum steht es hier überhaupt dran? JavaScript läuft doch eh überall. Ja, hier. Jetzt böser Seitenhieb, einfach die Zielsetzung soll da laufen, wo JavaScript auch läuft und ist auch selber, also TypeScript ist auch, läuft unter Node, der Compiler ähnliches. Also es läuft eigentlich überall da, wo JavaScript bisher auch lief und das heißt eigentlich überall. Man kann jetzt auch sagen, böse Seiten in andere Richtung war, so ja, früher war das mal Java. Jetzt hat man sowas wie iOS, das ist halt auch wieder ein bisschen komplexer. Aber JavaScript läuft da eigentlich. Also es läuft wirklich überall und es ist Open Source. Und das, obwohl es Microsoft ist, Microsoft wandelt sich ja auch ein bisschen. Ich kann sagen, deswegen steht es noch mit dabei. Wirklich Open Source, also ist unter GitHub alles öffentlich. Das klingt seltsam, ist aber so. So, warum soll man das verwenden? Oder auch die Design Goals von TypeScript so ein bisschen. Was ist der große Vorteil daran? Es ist typisiert. Was bringt uns das? Ich glaube, die meisten von euch kennen typisierte Sprachen und die Vor- und Nachteile davon. Man muss immer mehr tippen und so. Ist irgendwie nervig. TypeScript ist optional typisiert. Also wenn ihr keine Lust drauf habt auf Typisierung, dann lasst es einfach wieder weg. Ja gut, warum nennen wir dann TypeScript? Ja, eine andere Frage. Was sind die Vorteile von Typisierung? Es hilft uns eigentlich dabei, Fehler zu vermeiden. Also wenn ich jetzt halt irgendwie, muss später das auch nochmal ganz kurz im Sample angucken,
irgendeine Funktion habe, die eine Zahl multipliziert, so immer das Doppelte zurückgibt. Ich werfe da halt einen String rein, da steht halt String mal 2. Das ist irgendwie seltsam, stelle ich aber mit JavaScript erst fest, wenn ich es ausführe. TypeScript sagt mir zur Compile-Zeit, ja, seltsame Zahl, die da rauskommt. Deswegen habe ich hier gesagt, der ist ein Proof-Blinding, also kennen die meisten von euch ESLint oder ähnliches. Es gibt uns einfach noch viel mehr Fehlermeldungen, bevor wir damit selber auf die Schnauze fliegen oder bevor der Code irgendwo ausgeführt wird. Hilft uns einfach früher Fehler zu vermeiden. Und ist auch eine ganz nette Dokumentation, also so, vielleicht soll ich da eine Zahl reinstecken, wenn da Lambda dort steht. Ja, dieses Structuring-Mechanismus, also Strukturierung von größeren Sachen, nicht nur so irgendwie so ein paar hundert Zeilen JavaScript, so früher mit jQuery und so. Das hat man ja dann sehr schnell die Übersicht verloren. Leute, die irgendwie sowas wie Java oder so das entwickelt haben oder andere klassischere Sprachen, haben sich auch mal gedacht, so, pfuh, das ist irgendwie ein ziemliches Chaos. Und jetzt noch drei Dateien davon und die führen sich alle parallel in dem gleichen Ding aus, nicht ganz parallel, aber in dem gleichen Kontext. Kommt jetzt mit ES6, jetzt hatten wir es vorher mit, was, wo waren die Module? Ich glaube ES6. Auf jeden Fall, es gibt jetzt auch in ECMAScript dann Module oder Imports und Exports, das ist ein Modulsystem. TypeScript geht dann noch ein Stückchen weiter und führt sowas wie Namespaces eigentlich wieder ein, also wirklich Module, wer C-Sharp, Java sowas kennt. Nee, Java ist glaube ich gar nicht, C-Sharp hat Namespaces, glaube ich, genau. Kommt einiges dazu, dass man da einfach die Struktur aufbauen kann. So, was ist das Schöne daran? Das Schöne an TypeScript im Gegensatz zu so anderen Transpiler, gut jetzt Babel mal ausgenommen, so frühere Ansätze, CoffeeScript, ähnliches. Es hält sich von Syntax und von der generellen Umsetzung sehr nah an die aktuellen ECMAScript-Standards. Also es probiert recht standardkonform zu bleiben, weil es letztens zum Beispiel bei den Import-Statements so, da hatte TypeScript, bevor die Spezifikation für ES6-Imports rauskam, schon seinen eigenen Syntax mit sowas wie Variable ist gleich Import. Das sah irgendwie so ein bisschen strange aus. Mittlerweile tippe ich es irgendwie immer noch, also so doch wieder. Aber haben sich jetzt an den ECMAScript-Standard angepasst. Das heißt, es ist wieder genau so, wie die Spezifikation sagt, man muss sich überhaupt nicht umgewöhnen. Was kommt da jetzt alles so Neues? Ich glaube, schon öfters so Klassen, Arrow-Functions, Annotations. Sind bei ECMAScript noch ein bisschen viel experimenteller oder bei Babel, als es jetzt bei TypeScript ist, weil dort einfach schon mit drin ist, bester Sprachbestandteil. Genau. So, das ist auch noch eine ganz schöne, spannende Sache. TypeScript probiert, wenn es mal kompiliert wurde, zur Runtime eigentlich komplett wieder nur JavaScript zu sein. Also das kann man später auch nochmal anschauen. Aber wenn ich jetzt da Typ-Annotationen oder sonst was irgendwie in mein TypeScript reinschreibe, die fallen einfach raus beim Kompilieren. Also am Ende kommt einfach wieder JavaScript raus und es verschwindet alles. Also es verhält sich jetzt zur Laufzeit nicht anders, als wenn ich ganz normales JavaScript geschrieben hatte. Also es ist wirklich sehr nah da dran. Und das Schöne daran ist auch, da haben sie echt sehr viel Wert drauf gelegt, dass am Ende lesbares JavaScript rauskommt. Also der erkennt zum Beispiel auch, was für eine Indention wir verwendet haben, wenn wir TypeScript schreiben. Und das JavaScript sieht am Ende sehr ähnlich aus. Also wir können mal vorher nachher so ein Side-to-Side-Comparison machen. Man findet seine Code-Stellen jetzt auch ohne Source Maps oder sowas wieder. Genau, der schöne Einstiegspunkt ist das, es ist ein Superset. Also das mit Any ist jetzt so ein bisschen grenzwertig zu betrachten. Es gibt ein, zwei Edge-Cases, wo es nicht geht, weil einfach die Typisierung so mit reinspielt. Aber eigentlich ist, also ich würde sagen, so, mir ist es nirgends nie anders, aber eigentlich alles an validem JavaScript-Code ist valides TypeScript. Also einfach Dateiendung ändern von JS auf TS. Und ja, wenn wir noch so eine Kompile jagen, haben wir keinen Vorteil, aber es läuft auf jeden Fall. Also so die Migration oder ähnliches ist sehr simpel, einfach umstellen. Webpack gibt es auch einen Loader dafür, wie für alles. Kann man auch einfach beide parallel verwenden. Also da ist die Hürde jetzt, hat manche lustigen Side-Effects bei Angular 2, dass da irgendwer Interesse hat, das auszuprobieren. Ich habe schon, ist nicht so cool, aber hat ein anderes Problem. Aber sonst kann man die eigentlich parallel verwenden. Genau. Ja, wie hilft uns TypeScript noch? Ja, TypeScript hilft uns eigentlich einfach darin, unseren Job zu erledigen. Also es ist einfach ein Entwicklerwerkzeug, da hat jetzt der Kunde am Ende nichts davon, wenn wir TypeScript einsetzen, beziehungsweise der muss es gar nicht mitkriegen, wenn er jetzt sagt, so, ja, kein Bock auf sowas. Sagen wir halt, okay, wir wollen damit arbeiten, weil wir einfach den Vorteil haben wollen, dass wir für uns sauberer arbeiten können. Wir kompilieren das am Ende und geben halt das JavaScript ab. Dem fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, weil es sieht sehr ähnlich aus zu dem, was wir selber geschrieben haben. Kommentare und sowas können wir noch mit drin lassen und so. Dann fühlt sich das eigentlich an wie JavaScript, was da am Ende rauskommt. So,
Ein ganz lustiger, vorher schon, wenn ich gefragt habe, ja, gibt ja auch so viele andere Sachen, so, ja, 14 konkurrierende Standards. Ja, was macht man als Lösung mit XKCD, wer ihn kennt? Wir finden 9 ein, aktuelle Situation, wir haben 15 Stück davon. Also zum Beispiel CoffeeScript, Dart, E6, ich habe jetzt mal einfach bei Google Trends ist ein bisschen angeguckt, wie entwickelt sich das ganze Zeug so. Ja, natürlich nur zu meinem zu TypeScripts Vorteil, sonst hätte ich jetzt die Grafik hier auch nicht rein. falls irgendwer ein anderes cooles Keyboard findet, ich habe es ein bisschen durchprobiert zu variieren, jetzt auch mit ECMAScript und so, die verhalten sich eigentlich alle ähnlich. ES2015 würde ich noch zu ES6 vielleicht dazu rechnen. Ja, kann man jetzt natürlich sicher Keywords einfach mal reinhauen, sonst was. Kann man sagen, dass das wieder anders ist, sonst was. Ich hätte einfach die Grafik genommen, die mir am besten taugt. Nee, also ich habe es nicht so gesehen, einfach mal um die Tendenz anzeigen. Es wächst. Und was mir eigentlich jetzt, um das ES6 mal kurz rauszunehmen oder ES2015, ich hatte ES2015, glaube ich, sogar drin, aber das war noch schlimmer. So viel zu Naming Conventions bei ECMAScript, zu Jahreszahl oder Nummer. CoffeeScript ist hier und schwindet so ein bisschen. Und TypeScript wieder so schön nach oben. Und um das Ganze wieder zu relativieren, wenn man sowas wie SAS oder sowas also für CSS zum Preprozessor nimmt, dann kann man den Graphen da immer nach unten fallen lassen und der ist nach oben irgendwo. Also das ist schon noch ein ganz schönes Stück weg. Wächst aber. Also das ist so der aktuelle Trend. So, was kommt zu TypeScript noch so außen rum? Ja, sehr schön, wenn wir typisieren, aber wir die einzigen sind. Beziehungsweise, was machen wir denn, wenn wir irgendwie so ein bisschen abstrakter drüber typisieren wollen? Also, wie wir sozusagen, wenn wir andere Module verwenden, wie kommen wir damit klar? Einerseits einfach mal die Typings können beim Kompilieren sozusagen wegfallen. Das heißt, also am Ende rauskommt es einfach nur JavaScript. Andererseits, was dann natürlich wegfällt, ist die Typisierung. Das heißt, wir können auch einfach die Typisierung einzeln rausziehen. Ich habe bisher einfach mal ein bisschen Zeug wild zusammengeworfen. Andererseits kann man die wieder auch referenzieren, ähnliches. Dieses Space hier gehört eigentlich nicht rein, aber ansonsten hat er mir irgendwie das Ding immer escaped und es war weg. Was mich wundert. Und ansonsten kann man es auch so einfach mal hier einfach sagen, ja, ich habe einen Punkt und der hat eine X- und Y-Koordinate und das sind beides Zahlen. Damit habe ich eigentlich die komplette Typisierung rausgezogen. Wenn ich jetzt irgendwo meinen Point verwende, habe ich die Typisierung dazu. Jetzt völlig unabhängig vom eigentlichen Quellcode. Das ist wirklich jetzt nur die Typ-Definitionen. Die sind auch in diesem .d.ts, also für Definition. Ja, das ist das schönste Beispiel, die lib.d.ts. Das ist für so alles, was JavaScript ist, eine Typisierung, weil gibt es ja sonst standardmäßig nicht. Das heißt, TypeScript bringt für sozusagen jetzt, ich nenne es mal JS Core oder den JavaScript Core, also sozusagen ganz basic Sachen, bringt es Typisierung mit. Merkt man jetzt, dass es einiges ist, was da typisiert wird, weil das ganze Ding hat fast ein MB. Aber das Schöne ist, man muss jetzt nicht selber schreiben und sich überlegen, so, ja, es gibt Strings, es gibt Functions, es gibt sonst was, sondern kommt einfach bei der aktuellen TypeScript-Version mit, ist einfach schon da, muss man jetzt nicht selber typisieren. Das Ganze hilft uns jetzt natürlich super toll, wenn wir irgendwelche anderen Sachen aus dem Ecosystem verwenden wollen, also sowas wie NPM-Modules oder so. Sehr toll, wenn unser Core jetzt typisiert ist und jetzt fangen wir an, jQuery zu rappen und dafür Typisierungen zu schreiben, die ganze API-Doku eigentlich nochmal reinzuschreiben. Das machen wir natürlich nicht selber. Es gibt Typings, das für kleine, das verhält sich eigentlich wie NPM und ist ein Typings-Manager, also der ist eine Paketverwaltung sozusagen in Ergänzung zu NPM, um Definitionsfiles runterzuladen und zu verwalten. Wie funktioniert das Ding? Ich glaube, das war jetzt vorher mit analog zu NPM ausreichend. Also man installiert sich das Ding einmal und kann dann sagen, ja okay, ich suche, ich installiere und sonst was die gleichen Befehle wie NPM kann. So, nächster Punkt, Tooling, wie hilft uns TypeScript beim Arbeiten? Ja, das bringt ein paar ganz coole Features mit, dadurch, dass es typisiert ist. Das hat den Vorteil, wir haben statisches Type-Checking, also wir können sozusagen, bevor wir das ganze Ding ausführen, schon mal prüft, ob alle Typen stimmen. Es prüft auch so Sachen wie Parameteranzahl. Also bei JavaScript auch immer so ein bisschen, ja, ich baue einfach alles rein und über Arguments drüber oder ähnliches. Also das sagt uns auch so, ja, die Funktion, die du probierst aufzurufen mit 2 Parametern, die gibt es gar nicht. Du hast nur eine mit 1 oder mit 3. Dann kriege ich halt zur Compile-Zeit einen Fehler, muss nicht erst in meinem Browser das Ding ausführen, dann kurz durchgehen oder meine Unit-Tests, muss gar nicht zu den Unit-Tests kommen, das Ding kompiliert einfach nicht. Simple Voice Navigation, also es hilft uns dabei, in der IDE zum Beispiel so Go-to-Reference zu machen.
was man ja doch durchaus kennt, was bei JavaScript ja auch immer ein bisschen komplizierter ist. Jetzt habe ich die Variable, sollte man natürlich nicht machen, dreimal irgendwo verwendet und die heißen halt alle gleich. Das ist natürlich blöd, weil die kann jetzt nicht, teilweise einfach nicht mehr auseinanderhalten. Wenn wir da eine Typisierung haben, dann tut er sich da viel leichter. Genau das gleiche beim Refactoring dann später. Ich spiele es jetzt runter. Wenn wir irgendwo anfangen, irgendeine Variable oder eine Funktion umzubenennen, dann kann ich natürlich, jetzt haben wir irgendwie keine Ahnung, ein großes Projekt, 100.000 Zeilen Code, jetzt fange ich da an, Name zu ersetzen. Jetzt geht meine IDE drüber und sagt, ich ersetze untereinander lustig Name. Das kann natürlich, also wenn das Projekt danach noch läuft, Respekt, im Normalfall ist es einfach kaputt. Und da hilft uns Typisierung natürlich auch einfach, um auseinanderzuhalten. Also der eine Name ist ein String, vielleicht bieten wir mit String Refactor und nicht, okay, was Namen sonst sein. Naja, so viel zum Beispiel. Code Completion ist natürlich auch nochmal eine super Sache. Wir haben diese ganzen Typendefinitionen, das heißt Auto Completion oder ähnliches funktioniert in den ganzen Editoren einfach viel besser, weil er einfach weiß, was kann ein String als Typ zum Beispiel für Funktionen haben. In JavaScript habe ich eine Variable, ich habe keine Ahnung, was es ist, vielleicht kann ich es mir irgendwo herleiten oder so, aber wenn ich einfach ganz explizit einmal sage, hey, das ist ein String, dann kann ich sagen, okay, das hat Substring, das hat Character Adds, das hat einfach folgende Funktionen, die einfach da sind und die Code Completion funktioniert einfach sauber. Genau, Editor Support, ja, schöne lange Liste. Gibt es sonst sicher irgendwo auch als Plugin, wenn irgendwer einen findet, der es nicht hat, dann vielleicht einen anderen Editor verwenden. genau, was gibt es dazu noch? Es gibt der ESLint so schön. TSLint hat eigentlich den Anspruch, was Ähnliches zu werden. Es ist ein schöner Extendable Linter für TypeScript. Muss sagen, ich gefühlt hängt er noch ein bisschen hinten dran. ESLint ist natürlich schon sehr, sehr aktiv, ist aber trotzdem super praktisch, weil einfach noch so ein bisschen. Das, was man von einem Linter gewohnt ist, auch mit TypeScript hat. So, wie legt man los mit dem ganzen Ding? Ja, weiß nicht, eigentlich recht simpel. Also, man installiert es halt und kompiliert einmal. Wenn man jetzt vorher JavaScript gemacht hat, dann muss man halt hier einmal noch die Dateiendung ändern und hat genau das gleiche wie vorher. Dann kann man eigentlich loslegen. Aber so viel dazu. Genau, gibt auch noch ein paar schöne Tutorials, falls irgendwer da später mal reingucken will. Genau, Demo-Teil mit Fragezeichen. Also ich. Moment. Ich wäre eigentlich durch. Wenn ihr Lust habt, können wir noch ganz kurz im Code-Circle reingucken. Ansonsten dürft ihr auch vorher Fragen stellen. Code. Oh, okay. Hilfe. Bist du selber schuld? Ja. Wieso habe ich eigentlich gefragt, gell? So, gucken wir mal, ob wir hier, ja, da geht irgendwas. Es lädt sogar, super. So, es gibt hier diesen schönen Playground. Ich hoffe, das ist lesbar. Kann ich da reinzoomen? Nee. Ja, machen wir doch mal so. So, was haben wir hier drüben? Schönes Beispiel für irgendwas mit TypeScript. Ich lösche das jetzt mal alles raus und wir fangen mit was ganz Simplem an. Function double. So, schönes Beispiel von vorher. Ach, übrigens hier schön Code Completion und so. Das funktioniert sogar in dem Playground hier. Ja, jetzt haben wir hier so ein schönes Beispiel. Der sagt mir hier schon die Typisierung. Also zum, ganz kurz zum Syntax her, vom Syntax her. Hier dieser Doppelpunkt, der gerade verschwunden ist. Genau, hier sieht man nochmal. Doppelpunkt Typ ist sozusagen der Parameter. Er sagt mir jetzt hier Any, das ist implizit Any, also er weiß nicht, was es für ein Typ ist, das heißt, er sagt mal irgendwas. Und nachdem er so intelligent war und gemerkt hat, boah, mal 2, sollte am Ende eine Zahl rauskommen. So, am Ende kommt eine Zahl raus, super. Ja, passt alles, gell? Vielleicht wollten wir hier ein bisschen expliziter sein und ihm sagen, so, ja, eine Zahl wäre eigentlich cool. Jetzt merkt man hier schon, jetzt findet ihr den Test nicht mehr so cool, weil, ja, ist rot unterringelt. Das ist so ein Fehler, ja, man sieht halt, die Funktion verwendet sie einfach irgendwie mal, oder sie heißt nicht super, ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich gemacht. Gut, bei Double ist es jetzt recht eindeutig, aber man kennt ja seine Projekte irgendwie, dann hat man da so ein paar Funktionen, dann hat eigentlich keine Ahnung, was man da reinstecken soll. Also irgendwas reinwerfen, ein String, ja, funktioniert nicht. Der sagt uns, das ist zur Compile-Zeit. Wenn wir jetzt hier sagen 2, dann ist wieder alles, das ist alles wieder super. Das
Was kann man noch machen? Wir können uns hier jetzt irgendwie so, weiß nicht, gab es doch diesen schönen Talk da dazu. Ja, genau. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas fancy zusammenkriegen, aber. What? Admin. Genau, so. Was es rauskommt, kennt jetzt jeder. Jetzt machen wir hier einen String. Also hier Code Completion. Merkt man schon, immer muss ich testen. Da hat einfach keine Ahnung, was es ist. Wir sagen jetzt hier einfach mal Substring. 1. So, dann sieht man jetzt hier wieder so ein bisschen Zeugs. Ja, passt alles. So, jetzt habe ich mich hier vertippt, weil, ja, unvorsichtig. Ja, passt alles. Ja, schade. Ja, warum passt das alles? Er hat ja keine Ahnung, was da reinkommt. So, jetzt sagen wir ihm hier, hey du, das ist ein String. Jetzt stellt er plötzlich fest, ja, String, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, die Methode existiert da gar nicht. Warum? Ja, fragen wir ihn halt mal. Ja, da fehlt das G hinten dran. Weil String hat die Methode Substring. Jetzt funktioniert das plötzlich wieder. Also es sind so Sachen, wo einfach TypeScript einem hilft. Wir formen jetzt irgendwie das ganze Ding, ja, super, ich kompiliere es einmal, mache einmal durch, landet im Browser und ich kriege halt in meiner Konsole so, ja, existiert einfach gar nicht. Im blödsten Fall merke ich es nicht, deploy mein Projekt und stelle dann irgendwie beim Kunden fest, so, ja, da war wohl ein Typo im Projekt. Es läuft halt nichts. Und vielleicht passiert das auch erst, wenn ich auf den Button klicke. Stelle ich irgendwie viel zu spät fest. Im glücklichen Fall haben wir 100% Test-Coverage und das passiert natürlich nicht. Im glücklichen Fall, dass das irgendwann mal eintritt oder das irgendwer hinkriegt. Hier haben wir einfach den Vorteil, er merkt schon viel früher, ja, das geht einfach nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind so die einen Sachen, die einem helfen. Der andere Punkt ist halt das, wenn jemand anders jetzt den Source-Code sieht und feststellt, so, ah, okay, ja, da muss halt einfach ein String rein. Das ist einfach eine Dokumentation. Jetzt gibt es natürlich sowas wie Google Closure oder so. Also gibt es eigentlich das einzige Projekt, was Typisierung für JavaScript macht. Facebook hat dann auch wieder was am Start. Kann man jetzt eine Dokumentation dazu schreiben? Natürlich kennen wir alle schön Java-Docs. Wer es noch nicht gemacht hat, gibt ihr hier ähnlich. Jetzt sagen wir halt hier irgendwie add param ist String oder so, wie auch immer. Geschweifte Klammern. Moment, geschweifte Klammern. Ist so, glaube ich, verständlich. String ist String. Ja, Entschuldigung. Ich mache TypeScript. String, perfekt. Brauche ich keinen blöden Kommentar oder sonst was. Hilft da auch noch. So, was kommt da drüben jetzt raus? Das war der andere lustige Teil. Ja, ich hoffe, ich kann da rüber scrollen. So, das sieht jetzt eigentlich gar nicht so wild aus, oder? Was da wieder rausfällt. So. Um eine Aussage von vorher jetzt wieder zu revidieren, wenn wir jetzt hier eine Klasse einführen, Human. So, und jetzt stellen wir plötzlich fest, Human. So, genau. Dann macht er das gar nicht mehr, lustig. Ach nee, bei Vererbung kommt es dann, glaube ich. Das sieht alles gut aus, genau. Class. Jetzt ein bisschen. Jetzt ist es mit Gleichberechtigung, muss man dann. Ja, noch. Oh, jetzt verschwindet es irgendwie. Ja. So. Jetzt sind wir da fertig. So, was. Die Aussage, was sind das da oben jetzt? Genau, also das Einzige, was TypeScript, das war jetzt ganz absichtlich, das Einzige, was TypeScript wirklich zur Compile-Zeit mit einfügt, ist diese kleine Helper hier oben, um Extends zu haben. Also das fügt er sozusagen einmal ganz am Anfang mit ein, so viel zu dem Thema, verändert nicht die Runtime und so. Ja, wäre halt sonst einfach sehr viel mehr Boilerplate. So, was macht hier draus? Hier kommt dieser Extend-Helper wieder raus. Wrap das Ganze in den Function Scope. Ist jetzt ein etwas altertümliches JavaScript, aber ich finde es eigentlich immer noch brauchbar, lesbar, sagen wir es so. Jupp, gerne. Also kurz angemerkt, hat irgendjemand den Compile-Output von einer Klasse in Value.js schon mal gesehen? Das ist ein Traum dagegen. Okay. Also, der Compile-Output der Value.js, im gleichen Bauernstück, ist glaube ich 50 Mal so lang, weil da oben die kompletten
Bandit Class Definitions einfügt, die ich nicht wusste. Also das ist richtig geil, da musst du gar nicht irgendwie rechtfertigen dafür, dass mit Abstand die kürzeste Variante, die ich jemals im Kostenfall gesehen habe. Nice. Ja, und was man hier auch noch, habe ich vorher ganz vergessen zu sagen, die Typisierung fällt ja einfach da raus. Also was da am Ende rauskommt, ist einfach JavaScript. Man merkt jetzt nicht mehr davon, dass da irgendwo mal Number oder sonst was stand. Ja, man kann natürlich jetzt auch Rückgabewerte, Module, Import, sonst was. Also man kann jetzt, gibt auch hier super Samples. Ich glaube, bevor ich mir jetzt hier einen Wolf tippe, kann man hier auch mal ganz kurz hier so einmal durchklicken. Generic Gibs, Type Guides. Ich glaube, hier gibt es sogar das Sample mit normalem JavaScript und einmal TypeScript dagegen. So, hier ist normal. Hier ist jetzt einmal mit Types, genau hier den String. Kann man einfach so ein bisschen durchklicken, ausprobieren. Das Schöne ist, es kostet eigentlich viel. Einfach mal die Dateiendung umbenennen und gucken, was passiert. Also von meiner Seite, ich wäre soweit durch. Gibt es nochmal irgendwo Fragen oder? Gerne. Wenn man jetzt sagt, man hat ein Projekt, was man komplett durchtypisiert, ja, mal rein angenommen, gibt es irgendwie schon eine Möglichkeit, das dann einfach in LSM.js zu compilen? Weil das wäre mal ein cooler Anwendungsfall, weil LSM.js halt wirklich richtig schnell ist. Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht probiert, bis der mit LSM.js groß was zu machen. Ich habe es am Anfang mal ausprobiert, ich habe es mit TypeScript ehrlich gesagt überhaupt noch nicht probiert. Also, kannst du jetzt so ein Output mit einem Bulltag oder sowas drauf dann einfach angreifen? Also wenn es mit JavaScript geht, dann wird es mit TypeScript auch gehen, würde ich jetzt mal so sagen. Nee, mit JavaScript geht es, also du kannst ja nur eine LLVM-fähige Sprache. Und da ist ja die Frage, ob TypeScript da so weit dazu zählen könnte, dass man das irgendwie in LLVM kriegt. Es gibt Projekte, die das versuchen. Also quasi experimentell funktioniert es ja. Ich würde es sicher nicht in Production einsetzen. Ja. Cool, wobei. Ich habe das in so LLVM-fähigen Branchen für JavaScript gebaut. Das ist der neue Sprachencompiler von Apple, die für JavaScript ist sowieso LLVM basiert. Also muss doch irgendwas tun. Probiert es gerne aus. Das ist spannend zu hören, weil es um Performance geht. Also mit anderen Game-Engines sind wir so schon gesehen. Das ist echt wild. Also, das ist wirklich eine Kleinigkeit. Du hast gesagt, du hast ein Projekt aktiv dann umgesetzt. Ja. Wie groß und wie lange hast du daran gearbeitet? Also, kannst du, ist es jetzt eher eine Tendenz, wo du sagst, okay, du wirst es wieder einsetzen, oder kannst du sagen, so, okay, die nächsten Projekte machen wir mal weiter? Ich muss sagen, ich wurde so indirekt gezwungen, es auszuprobieren. Also ich habe mit dem Projekt, also das Angular 2, damit angefangen, das schön mit ES6 zu schreiben oder 7 mit Babel und lustigem Support für Annotations, was auch so ein bisschen experimentell ist, gefühlt. Und nachdem die Doku zu irgendwelchen Beta-Zuständen von Angular 2 für TypeScript einfach so viel besser war, dass ich irgendwann immer angefangen habe, das so, ja, jetzt schaue ich dann in der TypeScript-Doku nach und ähnliches, wie ich irgendwann zu den Chancen so auch, wer es kennt, die Dependency Injection bei Angular 2 arbeitet über das Typsystem von TypeScript. Das ist einfach viel angenehmer damit. Und dann bin ich sozusagen umgestiegen. Das Projekt ist jetzt noch so ein bisschen ein kleiner, so ein ja, Side-Projekt eigentlich eher noch, also nur Teilzeit bei mir. Ist jetzt aber eigentlich schon eine vollwertige Angular-App, würde ich einfach mal sagen. Also hat schon so, keine Ahnung, 20 Routes mit ein bisschen genestet und also ist schon so einmal durch den Stack durch, würde ich jetzt behaupten, dass es nichts Überdimensioniertes. Funktioniert aber eigentlich super mit TypeScript. Also ich würde es jetzt ganz gerne bei ein paar anderen Projekten auch mal einfach ausprobieren, so wie verhält sich's. Weil einfach, ich finde es super angenehm, also der Einsatz, der dann mit drin stand mit TypeScript ist wie Linting nur besser. Trifft es meiner Meinung nach eigentlich super, weil man kriegt einfach viel früher als auf die Finger, wenn man irgendeinen Schmarrn macht. Also man muss nicht immer an meinem Browser rüber und gucken, so läuft es jetzt oder läuft es nicht, sondern der Compiler sagt dir einfach schon mal so, was du davor hast, das geht einfach gar nicht. Und das ist eigentlich sehr angenehm zum Arbeiten, finde ich, wenn man einfach viele Fehler vermeidet, bevor man irgendwie aktiv testen muss oder nachgucken muss. Funktionieren diese Code Completions und so auch ein, das ist gut, erkennt ihr. Ja,
Also der funktioniert auch mit seinem kompletten, der hat auch nochmal Interfaces und Module und top zu normalen ES6-Möglichkeiten. Und ja, ein bisschen File Discovery ist kommt jetzt wirklich mit der 1.9er-Version dann noch ein bisschen besser, weil man auch verschiedene Loop Paths und sonst was kennt. Das ist auch mit einem anderen Loader wieder kombiniert wie Webpack oder ähnliches, dann ist es ja nochmal spannender, wo er wieder was herzieht. Muss man ein bisschen gucken. Das Spannende ist, das wird vielleicht irgendwann zwischendurch unterschlagen, dass dieser Tooling-Support, den ich vorhin ein bisschen angesprochen habe, bei TypeScript dabei ist. Also TypeScript ist selber läuft auf Node-Basis, deswegen läuft es auch überall und sie haben sozusagen diese ganzen Language-Tools mit im Core. Also wenn es ein Code-Completion oder sowas gibt, es gibt einen TypeScript-Service, den kann einfach jeder Editor ansteuern und nachfragen, so hey, du kannst das Ding ja kompilieren, also kannst du mir eigentlich auch sagen, was Code-Completion angeht. Oder mach mal Refactoring. Also es ist sozusagen ein zentraler Sprachbestandteil, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber Teil vom Tooling, solche Developer-Support-Sachen. Also was der Compiler versteht, sollte eigentlich auch am Ende eine Code-Completion rauskommen. Was auch super praktisch ist, wenn man verschiedene Versionen einsetzt. Also wenn eine neue Version von TypeScript irgendwie was anderes wieder kann oder irgendwo mehr ergänzt oder man die Typings für andere Module dazu nimmt, dann erkennt er die Typisierung genau. Also meine persönliche Meinung ist dazu, ich finde optionale Typisierung super, weil du bei öffentlichen APIs eigentlich, da hast du die Möglichkeit festzulegen, was so reinkommt. Intern finde ich es vollkommen in Ordnung, irgendwie das optional oder nicht zu typisieren, also halt, weil es überschaubar ist, was dann passiert. Ich persönlich finde diesen Vorteil, dass der Compile-Zeit, also dass der Compile sagt, dass es nicht funktioniert, finde ich nur grenzwertig sinnvoll, weil wenn du Tests dafür hast, werden die Tests dir immer sagen, dass das Ding nicht funktioniert. Und die Tests sollten auch so sein, dass du das in einer sehr kurzen Zeit, eigentlich so schnell wie ein Compiler ist, sollten die Tests dir das auch sagen, dass es nicht funktioniert, was du da probierst. Sollte. Jetzt ganz kurz reingehen. Gegenargument ist, stimmt, wenn du, wie gesagt, gutes Test-Coverage hast, dann hast du so Probleme auch nicht. Andererseits hast du jetzt Lust, für jede Methode mal ganz kurz einen falschen Typen reinzuwerfen. Das ist ja was dir TypeScript einfach abnimmt. Du sparst dir einfach am Test eigentlich. Ja, genau, wenn du beweisen willst, dass es mit dem falschen Typen nicht funktioniert, dann schmeißt du immer die falschen Typen rein. Aber wenn du den Test so schreibst, dass du die richtigen Typen reinschmeißt und du kannst beweisen, dass es mit dem richtigen funktioniert, dass du dann du weißt, dass dein Code damit funktioniert, den du geschrieben hast. Das stimmt, aber jetzt verwendet irgendwie nicht du das oder irgendwer anders verwendet das. Und der Testfall, den Hard ist jetzt auch fertig und der ist auch schon getestet und nimmt nur Zahlen an und so. Und jetzt verwendet das irgendwer anders in einem anderen Modul einfach oder in einem komplett anderen Kontext wieder und sagt so, ja, coole Lib, installiere ich mal und verwende ich jetzt einfach. Ja. Und dann wird der halt ein String rein. Ja. Dann genau. Ist dein Testfall super cool, weil er sagt, ja, mein Projekt funktioniert, aber der andere denkt sich so, hey, funktioniert nicht. Ja. Also, aber wenn die echte Lib läuft, dann wird sein Test, den er geschrieben hat, wird auch fehlschlagen normalerweise. Ja, ich persönlich finde den Tool Support eigentlich das viel größere Vorteil, als dass der dir zur Compile-Zeit sagt, du hast da einen Fehler gemacht. Ich finde beides super. Das ist beides dabei. Und du kannst ja optional typisieren, das ist ja das, was ich super angenehm finde, genau. Im Vergleich zu sowas wie Java oder so, wo also schon sehr, sehr explizit werden muss, also was Typisierung und sowas angeht. Und hier kannst du einfach sagen, so, ja, okay, ich kann es auch im Zweifelsfall einfach sagen, so ist von Type Any mit Array oder so. Also du kannst jetzt auch so partielle Typisierung machen. Das Schöne ist auch, der versteht auch, wenn du irgendwo ganz oben einmal sagst, so hey, das ist jetzt ein Any-Array, dann propagiert er das nach unten sozusagen durch. Das heißt sozusagen, wenn du einfach nur einen Scope mal anfängst zu typisieren, dann kannst du auch bei diesem Scope weiter typisiert arbeiten. Und wenn jetzt irgendwie bei dem Array schon mal einfach direkt auf eine Property zugreifen willst, die da nicht existiert. Und du kannst ja auch Interfaces schreiben für zum Beispiel deine Objektstruktur, dass du einfach sagst, hey, die Person hat immer einen Namen. Das ist einfach ein Interface, das ist keine vollwertige Klasse oder so. Aber wenn irgendwas, ich nehme nur bei meiner Funktion nur, so ich meine jetzt so ein Greeter hier und sage, der muss einfach eine Person als Parameter übernehmen. Die Person ist ein Interface, das hat einfach definierten Namen mit String, also als String. Dann kannst du halt gleich sagen, so ja, okay, nur sowas bitte rein und dann propagiert das nach unten durch und sagt, okay, wenn du jetzt irgendwie auf irgendwas anderes zugreifst, erkennt das vielleicht gar nicht. Also, du hast die Option, es zu verwenden, aber du musst es nicht.
Weißt du eigentlich, ob es auch bei TypeScript-Typen gibt, wo ich sage, das ist jetzt nicht vom Typ Person, sondern das ist von irgendwas, was einen Namen hat, das ein String ist? Interface. Ja, nicht, nicht Java. Ja, du müsstest dann I have name Interface nennen. Ja, du kannst jetzt. Aber ich meine, ja, ohne den Overhead. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber du kannst jetzt irgendwie Interface named oder irgendwie sowas machen. Jetzt habe ich, glaube ich, doch geht sogar. Und der hat einfach name, was String ist. Jetzt kannst du irgendwie sagen function greet und sagst hier n ist ein type named und sagst hier console.log und jetzt siehst du hier schon wieder n.name. Okay, aber ich habe nicht die Möglichkeit quasi quasi das out of the box zu bekommen, dass ich sage, okay, ich will was einfach nur Punkt .name. Also Doppelpunkt, Punkt, Name. Das ist doch, ich habe ein Interface vorher geschrieben. Also, wenn ich einfach jetzt als Typ-Definition beim Greet n Doppelpunkt auf das Punkt. Achso, das geht. Kannst du das da in Name reinschreiben, einfach nur Objekt reinschmeißen und den entsprechenden Parameter? Das, ich weiß. Ich schreibe einfach nur Name, dann kannst du drin. Hast du, wie nochmal? Ich schreibe die Klammer als Objekt. Ah, ja. Und da Name Doppelpunkt drin, also das gleiche, was oben im Interface. Name. Also mehr Name. Nee, passt so. Also Name, ja. Stimmt, das geht inline. Ich habe es vorher beim anderen Ding noch mal gesehen, aber ich wusste den Syntax nicht mehr. Was soll das nicht super praktisch? Funktioniert das, glaube ich, irgendwann mit. Also auf Kanisch ist ein Post, was ich an die Zeit irgendwann. Ja, es wird irgendwann ein bisschen lang. Abstrus. Also erfahrungsgemäß ist es dann einfacher, einmal zu definieren, wie ich sie dann stelle und dann den Parameter drin sein, als einfach deutlich kürzer. Mir ging es eher so, um halt, wenn ich irgendwie da drin mit was arbeite, was halt irgendwie drei, vier Properties hat, und aber halt sehr unterschiedlich ist. Ob man das in der Shorthand steuern kann. Also, danke. Geht. Ein noch, gerade viele Meldungen von Node.js, wo sehr oft kommt, angefangen ist an der Punch. Das ist ein TypeScript echt gut zu lesen, weil der Aspekt wird deutlich geschaffen. Also, er sagt dann auch irgendwann, wo, welcher Fehler woher kommt, mit richtiger Zahlennummer, während man den Compiler bis JS mit schreiben muss. Das ist so vielleicht das letzte Kommentar von meiner Seite. Also, es kann auch ziemlich nervig sein, also wenn man zum Beispiel anfängt zu typisieren und halt irgendwie, also mir ging es halt so mit Angular 2, was halt noch ein bisschen early war, TypeScript in der Beta-Version kombiniert, weil irgendwie die normale Stable gerade wieder nicht wollte. Das ist natürlich ein etwas abstruses Konstrukt, was man eh nicht machen sollte, aber diese Typen können manchmal auch ziemlich nerven, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Promise-Polyfill irgendwie einfach die API nicht gestimmt hatte oder die Typisierung dafür, für das, wie es ein Browser implementiert hatte, irgendwie wieder nicht. Ich weiß nicht, was exakt nicht gepasst hat. Auf jeden Fall habe ich einen kompletten Tag damit verbracht, irgendwie den beizubringen, dass er jetzt bitte kompilieren soll und mich nicht dafür warnen soll, dass mein Polyfill irgendwie einen Schmarrn macht. Also da kann man mit diesen, wie gesagt, es gibt fertige Typendefinitionen für, ich würde sagen, die größten NPM-Module gibt es eigentlich mittlerweile. Es hat einfach Community-driven ein großer Teil. Die Qualität, ich finde es jetzt also generell recht gut, aber es gibt halt immer wieder Sachen, wenn jetzt die Version eins nachziehen muss oder sonst was, wo man halt einfach so, ja, braucht es halt manchmal ein bisschen kurz, weil man muss selber irgendwie mal Hand anlegen und sagen, okay, jetzt typisiere ich irgendwas, was einfach noch keine hat, weil ich da einfach sicher sein will, dass die API stimmt oder ähnliches. Und da kann man manchmal schon so ein bisschen Zeit und Nerven verlieren. Das soll man nicht vergessen. Kann man da auch noch die Konstrukten? Also, ich glaube schon. An der Stelle irgendwie gerade ES6-Features oder sowas. Haut er dann eigentlich ES5-Core raus oder direkt? Du kannst verschiedene Targets definieren. Also, du brauchst dann auch kein Babel mehr. Du brauchst kein Babel, genau. Du kannst auch ES3 rauslassen und er schmeißt dir auch Compile-Errors, wenn er feststellt, dass er dafür sozusagen, also für eine interne eigentlich auch primär Polyfill ist, irgendwo dann. Wenn du ältere Targets nimmst, wenn er irgendwelche Konstrukte hat, wo er einfach keine Chance mehr sieht oder einfach nicht weiß, wie es geht, dann sagt er dir auch so, hey, das kann ich für dieses Target nicht kompilieren. Und wie läuft es mit dem Modulsystem? Auflösen, also sprich, kann ich Import, Export verwenden und oder trotzdem require? Ja. Glaube schon. Der Syntax hat sich letztens wieder umgestellt und es gibt, glaube ich, noch beide, aber es geht, glaube ich. Es gibt die ursprüngliche Version, die du schon erwähnt hast, ja. TypeScript, die ES6 Pascal-Version, also Import, bla von Blue, funktioniert und egal, ob es mit dem Browser. Und jetzt kommt man in der JavaScript raus. Und
Du kannst mir auch sagen, du kannst mir auch sagen, in welches Modulsystem er rauskompilieren soll. Ja. Das ist mir zu blöd zum Deconstructen. Umgedreht. Ah, jetzt. Danke, ich wollte gerade sagen, das kann so nicht klappen, weil jetzt mache ich ein Object draus. Das sieht immer noch schon das Richtige aus. Ja, es sieht ganz groß aus. Hast du noch eine zweite Verkostung gerade? Wohin denn? Also einfach in das Objekt auf dem Level Power Age oder so. Hier oder was? Ja. Den mag er, glaube ich, nicht. Okay, ich weiß, dass ich nuschle, aber das Age. Alter. Touché. Ich bin Bang aber auch nicht. Lass mal sehen, was da rausgekommen ist. Nichts. Es ist hier ein Warning. Also er mag das hier nicht. Also wir können ihm jetzt natürlich hier sagen, wir hätten hier noch ganz gerne Age, was vielleicht ein Number sein sollte. Und dann findet es hier wieder sehr cool. Output? Achso, sorry. Das wird ja nicht verwendet. Ja, aber optimiert es auf jeden Fall nicht weg. Was auch noch eine kleine interessante Sache ist, kann zwar mittlerweile ESLint mit ES3 und so weiter auch, aber der man wird auch gewarnt, wenn man irgendwelche Code-Pfade haben, die entweder nichts returnen oder einen Null returnen, dass du nicht behandelt hast. Ja. Ich habe nur eins. Ich brauche irgendwann halben. Was ich echt tatsächlich ziemlich cool finde, also ich habe bisher noch keinen TypeScript verwendet, ja. Aber ich profitiere es schon seit einem Jahr oder zwei Jahren von TypeScript, weil man bei WebStorm einstellen kann, dass zu den bekannten Bibliotheken, es gibt, ich glaube, definitiv TypeScript. Genau. Und dann kann ich bei WebStorm sagen, ich verwende Jai zum Beispiel. Und mit den E2015-Modulen, ich schreibe Import Chai und er weiß dann ganz genau, okay, der meint jetzt dieses Chai und er nimmt diese Interface-Definition, die TypeScript-Community für das Chai zum Beispiel geschrieben hat, nimmt das her und ich kriege dadurch zum Beispiel auch Code Completion, obwohl ich gar kein TypeScript verwende. Also dann merke ich auch den Benefit in der Community zum Beispiel, dass sich da jemand Arbeit gemacht hat und mir macht das zu synthetisieren. Was mir dazu noch einfällt, ist bei diesem Definitely Typed, wenn du da eben Typings einreichst, dann müssen die auch gewisse Tests erfüllen. Also du musst Tests dafür geschrieben haben, dass das mit deiner Bibliothek so funktioniert, wie du das Interface definiert hast. Ansonsten, alles, was in TypeScript geschrieben ist, hat im Normalfall auch seine Typings mit dabei. Also die kompilieren die so raus, dass beides geht. Wenn zum Beispiel Angular 2 oder sowas, das ist dann am meisten verwendet, dann kommen die Typings halt bei einer passenden Version schon mit. Müsst ihr dir überhaupt keinen Stress machen. Also, ich glaube, ich habe für den ES6-Polyfill irgendwie ein Typing da installieren müssen und für nochmal irgendwas und dann war es auch wieder gut. Dann klappt das irgendwie auch. Okay. Ja, genau.